Mit dieser Absperrung rüstet sich das Stadtoberhaupt vor den Narren. Ob die hält? Das wollen auch zahlreiche Kirchheimer am schmutzigen Donnerstag sehen. Oberbürgermeisterin Angelika Matt-Heidecker versucht natürlich noch, die Hästräger von ihrem Plan abzubringen. Aber mit den Klosterdeifeln ist nicht zu reden. Sie wollen an die Macht. Und dazu braucht Zunftmeister Holger Böhm die Unterstützung von seinen Deifeln. Und die durchbrechen mühelos die Barrikaden und zerren die entmachtete Rathauschefin vors Narrengericht. Während die Deifel schon mal den Regierungssitz beziehen, muss Matt-Heidecker noch ein paar Aufgaben lösen. Das gleiche Bild, nur rund 30 Kilometer entfernt in Stuttgart-Weilendorf. Vor dem Bezirksamt haben sich schon einige Hästräger versammelt. Denn auch hier soll Bezirksvorsteherin Ulrike Zich entmachtet werden. Doch sie und ihre Kollegen haben sich gut gewappnet. Mit Reimen, Wurfgeschossen und einem eigenen Brauch. Wir tun jetzt erstmal vorglühen, damit uns das nicht mehr so viel ausmacht. Und leichte Betäubung mildert die Strafe ja erheblich ab, das wissen wir ja schon aus dem Mittelalter. Die Weilemer Hörnleshaser haben natürlich auch einen Plan ausgeheckt, um ins Rathaus zu kommen. Wir haben unsere Männerballett dabei, die werden mit Sicherheit wieder alles geben, damit die Frau Zich willenlos ist und hier das Rathaus freiwillig verlässt. Und tatsächlich, es hat geklappt. Bezirksvorsteherin Ulrike Zich räumt ihren Regierungssitz. Und in Herrenberg? Da trauen die Maskenträger ihren Augen nicht. Das sieht doch fast nach einem freundschaftlichen Empfang aus. Aber gut, kampflos hat Oberbürgermeister Thomas Spriesler seinen Posten natürlich nicht überlassen. Der OB liefert sich zuerst ein heftiges Wortgefecht mit dem Zunftmeister. Aber letztendlich stürmt die Meute die Verwaltungszentrale. Bis Aschermittwoch regieren jetzt in vielen Städten in der Region die Narren.